Jackie Chan, so hieß er doch. Jackie Chan war das doch. Jackie Chan, der Lee, die Schlange. So, so die Namen auch schon von den alten Kung-Fu-Filmen. War doch immer super gewesen, ne? Aber es ist ja... Das war die Tigerkralle. Na, aber immer so den Namen. Die Leute, die jetzt mal hier Bruce Lee machen wollen, gehen mal bitte in den Raum 2. Ich ziehe euch dann hier rein. Ja, dann kann ich euch hören. Dann höre ich mal Bruce Lee, kann ich auch mal ein bisschen lachen. Ja, deswegen gehe jetzt hier... So, Luis. Luis macht doch Bruce Lee-Geräusche bestimmt gerne. Ja? Aber der ist doch schon normal. Wenn er auf normal spricht, kommen da schon Bruce Lee-Geräusche raus. Ja, wenn der bestellt. Habe ich ja schon mal letztes Mal gehört, beim Restaurant. Da hat er sich irgendwas bestellt und dann kam so ein kleines Bruce Lee-Geräusch raus. Ja. Hier, guck mal, wir haben den ersten, den God Rage Krieger. Okay. Ich zieh den mal hier rein. Aber auch mit diesen. So, weißt du, immer die so. Das muss dann so ein bisschen mehr sehen. Das war ja auch Bolo Yang. Bolo Yang. Der hat ja immer so geschlagen und immer weggeguckt. Ja, da lag er, da hat er raufgehauen, aber hat nach da geguckt. Das war der Hit. Da war er! Bruce Lee-Geräusch! So. Das sind die Bruce Lee-Geräusche. Hast du auch die alten Karate-Filme immer gerne geguckt damals? Ja, sicher. Schön auf Sat 1, wenn Jackie Chan wieder gelaufen ist oder Ninja. Voll das, dabei. Ja, da siehst du. Ja. Warst du auch damals, wo du klein warst, hast dich als Ninja verkleidet? Ja, das sowieso. Ja, ich nämlich auch. War auch mal Ninja gewesen. Ich habe noch so ein Holzschwert hier sogar zu liegen. Ja, oben auf dem Dachboden irgendwo. Ja, war gut. Ja, nee, finde ich super, dass du denn den Bruce Lee nachgemacht hast. War auf jeden Fall hervorragend. Ich denke mal, ja, wir suchen mal den nächsten. Wir haben schon zwei in der Warteschleife. Ach so, okay, dann Dankeschön und jetzt kommt der nächste. Ja, bis dann. Auch rein. Später. So. Großes Glück. Ja, dritte Karte war. Ja, bin ich mal gespannt, ja. Ja, aber da, natürlich. Ich will ja Werbung machen für meinen Channel. Nee, ich will gerne fressen. Ich habe schon, da kommt auch was. Da wäre ich. Ich habe schon gesagt, wenn ich vorbeikomme im Stream, dann wird auf jeden Fall wieder schön gegessen. Diese amerikanischen leckeren Süßigkeiten. Aber ich höre jetzt schon den nächsten Bruce Lee hier drinnen. Pass auf, jetzt. Was? Ist Bruce Lee wieder da? Ich weiß nicht, Pestwedel habe ich mal reingezogen. Wollte ja kein Bruce Lee machen. Oh. Nee, das war ich. Oh. Nee, das war ich wieder. Wieso kann ich denn, Moment mal kurz. Technische Probleme. Ach so, wie fandest du den? Ich merk's gerade, technische Probleme. Warte mal. Ich merk gerade, das war richtig mit Anlauf. Der war super. Das war wirklich richtig gut. Der war so, ihr kennt ja auch diesen Karatesprung, ne? Wo das Bein dann da kommt und dann fliegt der immer. Ne? Das war so einer. Ja, das war irgendwo super. Irgendwo muss ja da immer doch raushauen. Da muss man einen raushauen, ja, da hast du recht. Du hast auf jeden Fall auch gerne mal Karatefilme gesehen, ja? Ah, Orgi Pörnchen hört sich ähnlich an. Natürlich, ne? Da hat man auch kräftig abgeschrien, ja? Ja, das war aber dann eher so ein bisschen mehr weiblich gewesen. Aber gut, Franz hat auch gestimmt wie so ein Irrer, ne? Wie so eine Maschine. Das war so, ja. Also das war unglaublich wirklich, wie der immer einen Rappen gerödelt hat.